alle zusammen. Heute gibt es endlich ein neues Video und zwar möchte ich euch heute Neuheiten im Bereich dekorative Naturkosmetik zeigen. Ich werde von euch ja häufig gefragt, was da meine Favoriten sind und welche Marken ich euch empfehlen kann. Und bei mir sind wirklich sehr viele neue Produkte eingezogen und ich dachte, ich zeige sie euch in einer Live-Demo und das werde ich heute auch machen. Eine kurze Veränderung, haha, ein Wortspiel, ist auch eingetreten und zwar sind meine Haare kürzer, wie ihr sehen könnt. Ich wollte mal eine Veränderung und ja, das ist es geworden. Das ist meine Haarveränderung, also kürzer, als ich eigentlich geplant hatte, aber ich finde es ganz gut. Was sagt ihr? Aber fangen wir auch gleich direkt an mit den Neuheiten. Ich habe so versucht, mit allen Produkten einen kompletten Look zu schminken und den Look seht ihr auch gerade an mir. Und wir fangen einfach an mit dem ersten Produkt. Das erste Produkt, was ich euch heute zeigen möchte, was ich wirklich großartig finde, ist von Ilia Beauty. Und das ist der Cucumber Water Stick von Ilia Beauty. Ilia ist einer meiner absoluten lieblingsdekorativen Naturkosmetikmarken. Also ich habe einiges von der Marke und ich finde, das ist sehr, sehr luxuriöse, qualitativ hochwertige Naturkosmetik. Also die Marke benutzt nicht nur rein natürliche Stoffe, es sind ein paar synthetische Stoffe dabei, aber ist es auf jeden Fall hergestellt in Los Angeles und ich durfte auch netterweise die Gründerin kennenlernen bei einem Event und ich muss sagen, eine ganz tolle Frau, die wirklich eine innovative Make-up-Marke auf den Markt gebracht hat und diesen Stick, der ist sozusagen aus der neuen Kollektion von Ilia. Das Coole daran ist, ihr könnt diesen Stick im Kühlschrank aufbewahren. Schon wieder so viele Wortspiele im heutigen Video. Aber ihr macht das Produkt einfach auf und könnt es rausdrehen. Und es ist wirklich wie eine wässrige Konsistenz mit Gurke. Man riecht aber nicht so stark, finde ich, die Gurke raus. Und es ist wirklich extrem entspannt und beruhigend. Spendet der Haut Feuchtigkeit und ist gerade bei heißeren Temperaturen einfach sehr, sehr kühlend. Ich nehme das immer auch als Vorbereitung für Make-up. Gerade wenn man morgens aufwacht, habe ich oft ein verquollenes Gesicht oder geschwollene Augen. Und dafür eignet sich dieses Produkt wirklich hervorragend, um eben Schwellungen abzubauen und einfach zu erfrischen. Und ja, das ist wirklich ein Produkt, was ich von keiner anderen Marke bis jetzt so gesehen habe. Und deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Ich finde es wahnsinnig gut. Dann habe ich als Foundation meine absolute neue Lieblingsfoundation verwendet. Und zwar ist das eine neue Foundation von Nude by Nature. Also diese Foundation nennt sich Flawless Foundation. Und ja, ich muss sagen, dass das wirklich meine absolute neue Lieblingsfoundation ist. Seitdem ich sie habe, trage ich sie jeden Tag. Sie hat eine super angenehme Textur, die sehr, sehr gut mit der Haut verschmilzt. Ich finde nicht, dass man merkt, dass man was auf dem Gesicht trägt und ich finde, man sieht es auch nicht. Sie verschmilzt eben sehr gut mit der Haut und hat eher einen glowy Finish. Also ich finde, gerade auch für mich mit eher öliger Haut, ich finde trotzdem, dass es gut funktioniert. Die Haut sieht strahlend aus, gesund aus und sie hält trotzdem den ganzen Tag. Und ich finde, gerade so im Bereich Naturkosmetik bzw. Organic Beauty ist es ja sehr, sehr schwer, irgendwie gute Foundations zu finden. Und ich finde, das ist wirklich die beste, die ich bis jetzt gefunden habe, neben meiner Kerweis Foundation. Die ist allerdings nicht flüssig. Und diese schon. Und ich liebe diese Foundation. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Das Beste, was ich eigentlich so in diesem Sektor entdeckt habe, sie hält wirklich lange und verspricht, was sie hält und sieht super, super schön aus. Ich würde eher sagen, dass die Deckkraft mittel bis leicht ist. Also sie deckt nicht extrem ab, aber gut genug, dass man leichte Rötungen und eben Unebenheiten kaschieren kann. Also das ist wirklich eine absolute Empfehlung und ich bin verliebt in diese Foundation. Dann habe ich für euch den Flawless Concealer aufgetragen von Nude by Nature. Da gibt es auch verschiedene Töne. Ich habe jetzt verwendet die Farbe 03 Shell Beige. Das ist eine relativ helle Farbe, aber ich mag es eben sehr, sehr hell unter meinen Augen. Sprich, ich verwende eher immer hellere Concealer und ich finde aber trotzdem, dass er gut zu meinem Hautton passt. Das ist ein sehr cremiger Concealer, also ihr seht es, man dreht es so raus. Eher eine cremige Textur, aber ich finde wirklich, dass sie... Ich finde wirklich, dass der Concealer aber nicht in die Augenfältchen kriecht. Man kann ihn sehr, sehr gut verblenden und er passt sich den Augen bzw. der Augenpartie sehr, sehr gut an. Und ja, ich muss sagen, ein wirklich guter Concealer, den ich euch auch empfehlen kann. Als Puder habe ich ein sehr innovatives Produkt verwendet, ebenfalls wieder von Ilia Beauty. Das ist wirklich ein sehr, sehr innovatives Produkt, denn es ist super für unterwegs. Es ist ein Puder, den man so rausdreht. Ihr dreht es einfach so und ihr müsst es natürlich dann auf den Kopf stellen und dann kommt das Produkt eben raus. Man kann dann super den Puder auf dem Gesicht auftragen. Und das Coole an dem Puder ist, er hat einen Lichtschutzfaktor von 20.
Das heißt, ihr müsst keinen Puder extra mitnehmen oder einen Pinsel. Ihr könnt einfach diesen Stick mitnehmen und seid good to go. Und solche Produkte liebe ich. Sehr innovativ, sehr praktisch, aber eben auch super für die Haut, weil es eben einen Lichtschutzfaktor hat. Also ihr habt alles dabei. Ich muss sagen, ich finde das Produkt extrem praktisch. Der Puderpinsel ist auch sehr, sehr angenehm auf der Haut, sehr weich. Und ja, ich liebe das Produkt. Dann habe ich für euch einen neuen Bronzer ausprobiert und zwar von einer noch nicht so bekannten Marke. Und zwar ist das die Marke Hero oder Hero, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und da habe ich einige Sachen neu. Nicht alle habe ich jetzt in diesem Video für euch, aber ein paar. Und die nächsten werde ich dann in einem weiteren Tutorial oder in anderen Videos für euch testen und vorstellen. Das ist jetzt aber, wie gesagt, der Bronzer. Und das Packaging ist sehr clean, schwarz, finde ich auch ganz schön. Und der Bronzer sieht eben so aus. Ist eine relativ dunkle Farbe. Also das ist wirklich, wenn man schon relativ braun wirken möchte. Ich benutze Bronzer wirklich jeden Tag, weil es einfach das Gesicht super gut aufwärmt, man viel frischer aussieht und ja einfach ja wie aus dem Urlaub. Und ja, man sieht einfach aufgeweckter aus und nicht zu blass. Und ich mache das immer, ich trage es immer auf die Schläfen auf und vor allem auf die Wangenknochen, um einfach mein Gesicht zu konturieren. Die Reste gebe ich noch auf meine Nase und meinen Kinn. Und dieser Bronzer ist nicht ganz matt. Er hat einen leichten, schönen Schimmer drin, sodass ja, die Haut glowy aussieht. Und ich muss sagen, ich liebe strahlende Haut. Ich bin nicht so der Fan von matt. Ich mag lieber glowy Sachen und benutze auch sehr gern Highlighter mittlerweile wieder. Und dieser Bronzer ist, wie gesagt, nicht ganz matt, sondern hat leichte goldene Schimmerpartikel drin, aber wirklich sehr fein gemahlen. Also ich muss sagen, auch qualitativ extrem hochwertig, super schön, hochpigmentiert. Und ich werde den Bronzer auf jeden Fall sehr gerne weiter benutzen. Dann geht's an die Augen. Da habe ich eine neue Palette von Ilia ausprobiert. Ich glaube nicht, dass sie neu auf dem Markt ist. Für mich ist sie neu, aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Das ist die Farbe, das Quad Prima. Und diese Farben sind super schön. Ich finde, eignet sich auch perfekt für den Herbst. Natürlich, wem könnte das besser gefallen als mir? Eignet sich wirklich perfekt für diese Jahreszeit. Die Farben sind nicht ganz matt, mit einem ganz leichten, perligen Schimmer. Sehr hochpigmentiert. Ihr seht es jetzt, wenn ich es für euch auftrage. Wirklich sehr hochpigmentiert. Man kann super damit arbeiten. Die Farben krümeln nicht. Wunderschön, halten aber auch sehr lange, auch ohne Base. Also ich muss sagen, ich benutze eigentlich nie Eyeshadow Base. Ich mache immer meinen Concealer als Base und das reicht immer. Also selten rutschen mir die Lidschatten weg, was wirklich auch bei denen für eine ja hohe Qualität spricht. Und ja, ich muss sagen, wunderschön, man kann gut mit denen arbeiten und ja, man kann damit echt tolle Looks schminken mit dieser Palette. So, kommen wir mal zu einem absoluten Highlight-Produkt, was ich dann aufgetragen habe. Und zwar war ich ja vor kurzem in Kopenhagen, dazu wird es noch einen ausgiebigen Vlog geben. Und da gab es Care Weiß. Und Care Weiß ist, glaube ich, mit meiner allerliebste Naturkosmetikmarke im dekorativen Bereich. Und die Marke ist sehr exklusiv und hat auch ihren Preis, aber ich liebe die Sachen und ja, ich kaufe mir nur noch sehr ausgewählte Kosmetik. Und ich konnte einfach nicht an diesem Blush hier vorbeigehen. Mir wurde es aufgetragen und ich hatte noch keinen Rouge von der Marke. Sie haben ja eigentlich nur Creme-Produkte, was Teint angeht. Ich habe ja auch die Foundation und die finde ich eben schon so großartig. Und habe mir dann dieses Rouge hier mitgenommen. Es ist ein Creme-Rouge in einer wirklich unfassbar schönen Farbe. Und die Farbe nennt sich Sun Touched, das wurde mir auch extra aufgetragen, dass es am besten zu meinem Typen passt. Und ich war so angetan. Ich habe lange keinen Blush mehr gehabt, wo ich dachte, das passt so gut zu meinem Hautton. Am besten, ihr tragt dieses Blush mit einem Foundation-Pinsel auf. Das wurde mir so erklärt. Also einem kurzgebundenen, flachen Foundation-Pinsel. Da erzielt man das beste Ergebnis, meiner Meinung nach. Ich wusste lange nicht, wie ich Creme-Produkte auftragen soll. Und für mich funktioniert es tatsächlich mit so einem Pinsel sehr, sehr gut. Ihr seht, es ist super schön, es hält wirklich sehr lange auf dem Gesicht. Man kann es gut einarbeiten, es wird nicht fleckig. Also ich muss sagen, das ist mein neues Lieblings-Make-up-Produkt, neben einem anderen, was ich euch später noch zeige. Aber wirklich jeden Cent wert. Ich liebe Care Weiß und wenn ihr die Marke noch nie probiert habt, dann schaut es euch auf jeden Fall an. Weil ich ja natürlich nicht widerstehen kann und euch noch ein Produkt zeigen muss, als ob ich noch nicht schon genug auf meinem Gesicht hätte, wollte ich euch noch einen Highlighter zeigen. Ebenfalls von der Marke Hero oder Hero, ich weiß wirklich nicht, wie ich es sagen soll, gibt es auch einen Highlighter. Glow with the Flow heißt der.
Und es ist ein, ja, relativ heller Highlighter. Erinnert mich so ein bisschen an den Mary Luminizer, aber ein bisschen gelbstichiger. Und auch dieser ist wieder sehr fein gemahlen. Ähnliche Formulierung und Konsistenz wie der Bronzer. Und ihr seht, das ist jetzt nicht ein knaller Highlighter. Man kann wirklich ein sehr, sehr wunderschönes, dezentes Highlight setzen, was ich sehr gut finde. Ich habe es eben hier auf meine Wangenknochen gegeben und ich finde, es gibt ein super schönes Strahlen, ohne too much zu sein. Also es ist jetzt nicht der extremste Highlighter, sondern ein Highlighter, mit dem man gut arbeiten kann, den man schichten kann und der sich auch sehr gut, finde ich, für den Alltag eignet. Dann habe ich natürlich eine Mascara aufgetragen, natürlich. Und da war ich sehr, sehr lange auf der Suche nach einer, die ich ganz gut finde. Ich finde auch im Naturkosmetikbereich Mascara recht schwierig, eine gute zu finden. Ich muss sagen, ich finde sonst die von Nude by Nature sehr gut. Aber leider habe ich sie kaputt gemacht, deswegen kann ich sie euch nicht zeigen. Klug von mir. Ich zeige euch aber eine andere, die ich für dieses Video benutzt habe. Und zwar von Nui Cosmetics Berlin. Es ist ein ganz cooles, junges, neues Label, wo ich auch bereits einen Lippenstift habe, den ich euch gezeigt habe, den ich super gut finde. Und Nui Cosmetics hat auch eine Mascara, die ich auch benutzt habe. So sieht sie aus. Super angenehm, klumpt überhaupt nicht, was ich schon mal super finde. Es gibt selten, finde ich, Mascaras, die die Augen, also die Wimpern nicht verklumpen. Die auf jeden Fall nicht. Aber man muss natürlich sagen, sie macht schon eher einen sehr natural Look. Also wenn ihr jetzt die mega Fake Lashes Effekte haben wollt, dann ist es jetzt nicht die Mascara für euch. Aber auf jeden Fall für Leute, die eher natürliche Wimpern mögen, die nur einen leichten Schwung haben wollen, kann ich euch die empfehlen. Ich mag die für den Alltag. Ihr seht, es ist jetzt nicht super dramatisch, aber es tut auf jeden Fall, sie tut auf jeden Fall ihren Zweck. Ein Augenbrauengel habe ich auch verwendet und zwar von Sante oder Santé. Kann mir bitte mal irgendjemand sagen, wie man diese Marke ausspricht? Ich sehe hier, doch ich sehe, bei manchen Sachen, also bei manchen Produkten sehe ich überhaupt nicht diesen Akzent. Heißt es jetzt Sante oder Santé? Leute, klärt mich auf. Auf jeden Fall ein Clear Lash and Brow Talent Fix Dingensbums für die Augenbrauen. Und ja, das ist für mich einfach gut, weil ich meine Augenbrauen immer mit ein bisschen Augenbrauenpuder nachziehe und das ist super zum Fixieren. Das finde ich super gut. Nun kommen wir zu Lippenprodukten, zu ganz wunderbaren. Ich habe euch drei heute gezeigt, die Looks sozusagen. Ich habe immer drei aufgetragen, damit ihr es seht. Neu von Ilia Beauty sind zwei Lip Conditioner. Und zwar einmal ist es die Farbe Kamikaze. Das ist so ein wunderschönes, bäriges Pink, also so ein schöner Bärenton, der jetzt wieder auch wunderbar für die herbstlichen Tage ist. Die Lip Conditioner von Ilia sind nicht super deckend. Sie sind eher so ein bisschen leichter, pflegen die Lippen richtig schön und geben nur so einen Schimmer ab. Man kann die gut schichten, aber es ist sehr glossy. Also es ist definitiv kein deckender, matter Lippenstift. Eher dieses schön natürlich, aber etwas draufgegeben. Also Ilias Konzept ist auch, dass es wirklich eher dieser leichte, effortless Look ist und nicht dieses, ich habe mich extrem geschminkt. Es soll alles sehr natürlich aussehen, sehr glowy und deswegen sind einfach die Lippenprodukte auch nicht extrem deckend. Nur, dass ihr vielleicht so ein bisschen das Konzept versteht. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön, gerade perfekt für den Alltag und jetzt die kommenden Herbsttage. Der zweite Ton, der neu ist, ist die Farbe Darlin. Super schön, auch was ich liebe, so ein peachy Ton, der auch einfach, finde ich, super schön den Teint hervorhebt. Sehr natürlich wieder aussieht, aber eben so ein bisschen Farbe gibt, dass man ein bisschen was drauf hat. Also auch eine wunderschöne Farbe. Ich mag solche Pfirsichtöne sehr, sehr gerne. Ein weiteres Highlight, was ich auch in Kopenhagen gekauft habe, ist ein Lippenstift von Kerweis. Die hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Habe noch nie einen Lippenstift von Kerweis probiert. Habe ihn da aber ausprobiert und fand auch die Farben extrem schön. Aber vor allem hat mich die Formulierung angesprochen. Alle Lippenstifte dort sind mit Kokosnussöl. Schmecken auch süß. Ich habe jetzt gerade auch einen drauf. Und sie sind dadurch sehr, sehr pflegend. Haben aber eine total dicke Konsistenz, sodass sie wirklich den ganzen Tag halten. Ich habe mich wirklich in diese Lippenstifte verliebt. Ich habe mir diese Farbe, die ich jetzt auch drauf habe, ausgesucht. Die kommen auch immer in ganz tollen, hochwertigen Packungen. Sollte auch so sein, denn günstig ist das nicht, meine lieben Freunde. Das sage ich euch. Auch das Packaging ist sehr, sehr edel, so wie der Rest der Range. Und so sieht der Lippenstift aus. Das ist die Farbe Brilliant. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine besondere Farbe. So einen Ton, wurde mir gesagt, gibt es wohl nicht so oft von anderen Marken. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn relativ einzigartig finde. Es ist schon eher retro. Mich erinnert es so ein bisschen an diese Nude-Looks aus den 60er Jahren. Und ihr wisst, für retro bin ich eh immer zu haben. Ich muss sagen, ich finde, es schmeichelt so meinem Typen schon sehr.
Ich finde die Farbe wunderschön und ich habe diesen Lippenstift, seitdem ich ihn habe, wirklich jeden Tag getragen, weil ich diese Formulierung so toll finde, so pflegend, aber trotzdem matt, hält lange. Die Lippen sehen total schön voll aus. Ich bin verliebt. Also neben den Charlotte Tilbury Lipsticks meine absoluten Favorites. Und ich werde mir bestimmt nochmal irgendwann eine andere Farbe kaufen. Aber die ist super schön, auch die anderen Farben. Schaut es euch mal an. Kann ich euch echt nur empfehlen. So, das war's zu meinem Naturkosmetik-Neuheiten-Video. Ich habe euch viele Produkte gezeigt. Sagt mir gerne, ob ihr die schon kennt oder ob ihr die schon ausprobiert habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, noch mehr Tipps von euch zu bekommen. Das sind auf jeden Fall alles Sachen, die ich zurzeit sehr regelmäßig benutze. Und weitere Favoriten werden folgen. Ich habe noch einige Produkte in petto. Und ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!